ohne zu sehr emotional oder mystisch zu werden. Ich glaube, jeder Mensch hat seinen Lebensplan. Und mein Lebensplan war, ganz sicher Musik zu machen. Dass ich mal Opernsänger werde, geschweige denn Wagner singe, geschweige denn Sachs hier, jamais. Yeah, it's a special feeling to be here, and I mean, it's the only theater I can think about where a composer really had an idea of how he wanted a theater for his music. Und Daniel Barenboim hat mich eingeladen und dann gleich zu sich ins Haus genommen. In der ersten Pause hat er mir dann schon die Frage gestellt, also meiner ersten Götterdämmerungsvorstellung, ob ich eine musikalische Heimat in seinem Haus möchte. Ja. Und das war natürlich ein großes Glück. Humanity. It is a story of how people react with each other. It's to do with jealousy, it's to do with love, it's to do with control and power, and that goes on all the time. It's a part of human nature. I mean, one only has to look in the world now to see the power struggles, and you can see the rise of the negativity, and then the negativity when it completely decimates an area, then you see the rise of positivity, if you like. Und da muss man eine Lust haben, das muss man gerne machen wollen. Wenn man nur schön singen will, das kann man bei den Rollen, dann sind die langweilig. Beckmesser, Alberich, auch ein Klingsor, die brauchen diese Energie, diese böse Energie. Und die kann man, muss man mit sehr viel Fantasie und sehr viel Farben erreichen, denke ich. Ach, der Karten, das ist eine Musik, und auch das verbinde ich natürlich mit Richard Wagner. Diese großartige Musik, die sehr neu war damals, als er komponiert hat, und sehr wegweisend, und an die tolle Art und Weise, wie er die Musikgeschichte und die Harmonik, Melodik, den Orchesterklang, wie er uns alle weitergebracht hat.